Hallo, in diesem Video möchte ich vorstellen, wie man sich die partielle Integration vorstellen kann. Wir wissen ja von der partiellen Integration, dass sie eigentlich nur so eine Art Umdrehung von der Produktregel ist. Deswegen schreibe ich zur Sicherheit mal die Produktregel nochmal hin. So, das heißt, das Produkt abgeleitet ist gleich die eine Funktion abgeleitet mal die andere Funktion plus die eine Funktion mal die andere Funktion abgeleitet. So, ich habe das auch nochmal schöner hingeschrieben. So. Okay, damit sollten wir jetzt alle vertraut sein. Was wir jetzt als nächstes machen ist, warum auch immer, das kommt, stellt sich danach heraus, wir holen diesen Teil erstmal hier rüber. So, das heißt, wir haben hier ein Minus und kein Plus mehr. Dann können wir den Rest ja jetzt auch wieder wegmachen hier. Als nächstes überlegen wir uns, was können wir damit machen? Wir müssen ja irgendwie was mit Integralen machen, weil die partielle Integration ja was mit den Integralen zu tun hat. Also können wir ja sagen, wir schreiben einfach mal für alles ein Integral. So, boah, es ist alles eng geworden. Aber deswegen habe ich das Ganze ja auch schon mal vorbereitet. Und das sieht jetzt erstmal unübersichtlich aus. Also wir haben hier das Integralzeichen und dann kommt hier unser Ausdruck von eben. Dann kommt dieses typische dx, was bei dem Integral immer dazu kommt. Und hier haben wir auch wieder das genau dasselbe. Wir können uns ja nochmal kurz in Erinnerung rufen. Die Produktregel war das hier. Und das hier. Und das hier. Also sieht doch noch ganz normal aus. Wir haben nur überall die Integrale davor geschrieben. Jetzt können wir uns aber schon mal vorweg sagen, dass hier wird ja irgendwie das beides abgeleitet. Und dann holen wir nochmal das Integral raus. Das heißt, eigentlich löst sich das auf und wir können sowohl das Integral als auch die Ableitung wegstreichen. Weil integriert abgeleitet ist ja immer noch dasselbe. So, dann ist das, was bleibt. So, und dann machen wir die Kreise jetzt auch mal gerade weg wieder. Und damit haben wir auch schon diese Formel, die wir brauchen für unsere partielle Integration. So, dann nehmen wir doch einfach mal eine Beispielrechnung für x mal Cosinus x. Und natürlich das Integral davon. Das hat jetzt irgendwie nicht so ganz da oben hingepasst. Ich versuche das jetzt nochmal hier einzuklammern. So, okay. Die Idee, deswegen hatten wir das vorhin umgestellt, die Idee ist jetzt, dass wir nicht sagen, okay, wir wollen jetzt das und das alles ableiten, sondern wir sagen, das hier wäre das hier. Wir stellen uns einfach vor, dass dieser Teil hier dieser Teil ist. Und jetzt kommt der Punkt, wo man kurz nachdenken muss. Nehmen wir an, dass x wäre das f', also schon eine abgeleitete Funktion. Dann würde, wenn wir das, dann müssten wir für diesen Teil und diesen Teil das Integral nehmen. Also die Stammfunktion von x bilden. Aber das ist irgendwie, naja, schwierig, ist jetzt mal dahingestellt. Aber wir gucken uns einfach mal die Alternative an. Wenn wir sagen würden, oh, dann machen wir das mal kurz weg hier. So, 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 so. Nehmen wir jetzt mal an, ich wechsle kurz die Farbe. Nehmen wir an, dass x wäre anstelle des g's, also da, wo in unserer Formel das g steht. Dann müssten wir für dieses g hier das x einmal ableiten. Und hier wäre es genauso gleich. Das heißt, hier würde x stehen, hier würde x stehen und hier würde die abgeleitete Form von x stehen. Und wir können ja x kurz ableiten. X, wie schreibt man das so, gell? Dx, dx, so. Und das ist dann gleich 1. Wie das genau geht, wenn ihr es nicht wisst, dann guckt ihr euch erstmal andere Videos an. Das heißt, hier würde 1 stehen. Das heißt, hier würde ja irgendwas relativ vereinfacht werden. Und jetzt gucken wir uns an, ist es denn beim Cosinus genauso? Wenn jetzt Cosinus x für unser f eingesetzt würde, das würde bedeuten, dass Cosinus x eine Ableitung, das ist schon eine Ableitung von einer Funktion. Das heißt, wir müssen wissen, was ist denn die Stammfunktion von Cosinus x? Und wenn wir das nicht wissen, das können wir uns das mal kurz aufmalen. Wir haben hier einen Sinus, wir haben hier einen Cosinus und wir haben hier wieder einen Sinus und wir haben hier wieder einen Cosinus und das ist Minus und das ist Minus und wir wissen, in diese Richtung, upsa, wird abgeleitet. Boah, da kommt noch ein e rein. So. Das bedeutet, wenn Cosinus unsere abgeleitete Funktion ist, wäre Sinus unsere Stammfunktion. Das bedeutet, hier anstelle des f's kommt ein Sinus x hin. Upsa. Und an diese Stelle kommt auch ein Sinus x hin. Wir machen sicherheitshalber hier nochmal Klammern drum. Und hier ein Minus. Und ganz wichtig, wir dürfen das Integral auf keinen Fall vergessen. Und dann kommt das auch rum und dann schreiben wir hier dx ist gleich. Und das ist uns egal. Alles, was hier steht, ist uns voll egal, weil das ist ja die Gleichung, die wir lösen wollen. Das heißt, das ist dann nachher unser Ergebnis für das Integral von diesem hier oben. Gut, ich hoffe, man kann das noch alles irgendwie ein bisschen erkennen. Aber ich glaube, ich schreibe es nochmal richtig hin.
So, ich habe es gerade nochmal nachgezogen. Ich hoffe, man kann es noch erkennen. Also, wir sind immer noch hier. Und jetzt können wir einfach weiterrechnen. Gut, wir haben jetzt hier Sinus x mal x. Das bleibt erstmal so. Was wir jetzt noch machen müssen, was wir nicht vergessen dürfen, ich wechsle wieder die Farbe. Wir müssen ja hier auf jeden Fall noch das Integral berechnen. Das heißt, wir müssen das Integral von diesem Teil hier ziehen. Und da können wir die 1 einfach weglassen. Und dann gucken wir einfach nochmal. Wir müssen hier das Integral von Sinus x berechnen. Wenn wir Sinus x, ich gehe nochmal eine Folie zurück hier, wenn wir jetzt in der vorigen Folie sind, wir haben hier Sinus und in diese Richtung wird abgeleitet, in diese Richtung wird das Integral gemacht. Also wir wissen von Sinus x minus Cosinus. Das heißt, wir können hier hinschreiben minus Cosinus. Wir schreiben es mal in Klammern. Das heißt, das Integral von Sinus x mal 1 ist minus Cosinus. Das ist wieder irgendwas hier und das ist dann hier wieder Sinus x mal x. Und das können wir im Grunde auflösen. Und ich wechsle wieder die Farbe. Wird ja echt immer kunterbunt hier. Ich schreibe es mal hier oben hin, damit wir auf der gleichen Folie bleiben. Das Minus und Minus wird zu Plus. Das heißt, wir haben nachher ein. Das war ein schlechtes n. Sinus x mal x plus Cosinus x. Übrigens hatte ich hier auch das x vergessen. So. Und das ist im Grunde schon die ganze partielle Integration. Also, ich will noch mal kurz ein paar Folien zurückgehen. Ein paar ist gut, eigentlich nur eine. Also, der wichtige Punkt bei der partiellen Integration ist erstmal, dass man sich die Produktregel merkt, dass man überall die Integrale davor schreibt und dass man sich dann überlegt, im Grunde, nachdem man es vielleicht richtig umgestellt hat, dass man sich dann überlegt, welches ist denn die cleverere Variante zu berechnen? Also, ist es besser, wenn ich nachher x ableiten muss oder wenn ich nachher den Cosinus ableiten muss, beziehungsweise ob ich das Integral aus dem x ziehen sollte oder ob ich das Integral aus dem Cosinus ziehen sollte. Und in diesem Fall, wenn ich jetzt das x nämlich auf das hier auf das f' gemacht hätte, dann hätte ich ja das Integral von x bilden müssen und das ist ein bisschen schwieriger als die Ableitung. Und das ist im Grunde alles. Man sollte sich jetzt nicht davon verwirren lassen, dass hier f' und hier g steht. Man könnte hier genauso gut F und G' hinschreiben. Also dieser hier und dieser hier sind im Grunde frei austauschbar. Und das Minus bleibt einfach. Also das kann man sich da frei hin und her entscheiden, was da was ist. Und das war auch eigentlich schon der ganze Trick der partiellen Integration.